Heute nehme ich euch mit ins Phantasialand und ins Hotel Lingbao. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ja, heute geht's mal nicht in den Europapark und nein, es geht auch nicht ins Disneyland, denn heute geht's nach Brühl. Es geht ins Phantasialand und vor einigen Wochen, ist ja schon 5 oder 6 Wochen her, war ich ja zu so einem kurzen Besuch dort und ja, diesmal soll es ein bisschen länger sein. Es ist jetzt Samstagnachmittag und wir setzen uns gleich ins Auto und fahren dann in Richtung Brühl, werden heute den Park nicht mehr besuchen, aber nachher im Hotel Lingbao einchecken. Und das ist eins von 3 Themenhotels im Phantasialand. Es gibt ja noch das Matamba und das Charles Lindberg. Irgendwann hoffe ich, dass ich euch die auch mal vorstellen kann. Aber wie gesagt, heute erstmal das Hotel Lingbao. Und ja, ich würde sagen, wir machen es jetzt gleich auf den Weg und dann sehen wir uns in Brühl wieder. Wie ihr sehen könnt, sind wir inzwischen angekommen. Hier im Hintergrund könnt ihr schon das Hotel Lingbao sehen. Und wie es so da unten aussieht, also in der Rezeption, Eingangshalle und so, das zeige ich euch jetzt, bevor es dann ins Zimmer geht. Tja, herzlich willkommen hier im Hotel Lingbao. Natürlich möchte ich euch auch jetzt das Zimmer zeigen. Und ich weiß gar nicht, welche Klasse. Es ist, glaube ich, die Mönchklasse. Das ist die, die normalerweise 228 Euro pro Nacht kostet. Aber wir haben noch Jahreskarten und bekommen mit dem Jahreskartenrabatt im Moment noch 35%, sodass wir dann knapp 150 Euro für diese Nacht hier bezahlt haben, inklusive Frühstück. Und ihr könnt sehen, also ein mega großer Fernseher. Hier so ein Schreibtisch, ganz cool, da kann ich heute Abend dann vielleicht sogar noch ein bisschen schneiden. Wir haben einen Balkon, also das heißt, wir sind hier im Erdgeschoss, es ist kein richtiger Balkon, es ist so eine kleine Terrasse, aber die zeige ich euch dann gleich. Ein mega großes Bett, ein Boxspringbett, wie ihr sehen könnt, sieht super, super toll aus. Richtig schön designt ist hier alles, also mega, mega geschmackvoll. Also Lingbao ist wirklich eins der Top-Hotels hier, es ist ein Familienzimmer, hier könnt ihr sehen, ist auch noch ein Etagenbett, hier sind noch 2 Betten. Mega, mega schön und natürlich gibt es auch ein Badezimmer und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Das seht ihr hier. Toilette, eine Menge Handtücher, so wie es sein muss. Da bin ich. Ein Waschbecken. Die super gute Preja-Seife. Natürlich Kult hier im Phantasialand. Toilette habe ich schon gezeigt und eine Duschkabine. Mega, mega schön. Also ich freue mich jetzt schon auf einen schönen Abend hier im Hotel Lingbao und wo es uns nachher noch hin verschlägt. Jo, das seht ihr dann wohl gleich noch. Wie versprochen möchte ich euch natürlich noch kurz zeigen, wo wir hinschauen. Wir schauen hier zum Parkplatz und zur Straße hin und ja, wie gesagt, es ist die günstigste Kategorie hier im Hotel und ich möchte mich nicht beschweren, weil ich würde mich hier eh nicht auf die Terrasse jetzt setzen. Wir haben heute Abend noch ein bisschen was vor und ja, ich finde es wunderschön.
Zurzeit ist es etwas schwierig, kurzfristig hier einen Tisch im Phantasialand zu bekommen, also entweder hier im Hotel Lingbao oder auch im Matamba. Da wir erst gestern ganz kurzfristig gebucht haben, war heute Abend keine Reservierung mehr zu machen. Aber es gibt natürlich dann in der Nähe hier die Stadt Brühl und da gibt es ganz, ganz viele Restaurants. Und wir testen heute das Japanhaus in Brühl. Und ja, wie das so war oder wie das so ist, das seht ihr dann gleich. Wir sitzen jetzt hier im Japanhaus in Brühl und ja, ich denke mal, das Konzept werden bestimmt einige von euch kennen. Es ist japanisch-chinesisches Essen. Ihr könnt euch Sushi auswählen, bitte. Sushi, genau. Ihr könnt euch über ein Tablet Gerichte auswählen und es ist ein All-You-Can-Eat und es kostet, jetzt musst du schön gucken, 23,50 €, ja. Also ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Wenn gleich das erste Essen kommt, dann zeigen wir es euch natürlich nochmal. Der erste Gang ist jetzt da und ja, wir haben uns Sushi bestellt. Das könnt ihr hier sehen und wie heißen sie? Edamame. Das sind warme Sojabohnen. Sehr, sehr lecker. Und Judy? Lecker. Lecker. Steve hat schon vor uns bekommen. Das war, du musst hier reinreden. Das war einmal frittiertes Hähnchen gewesen, Gyoza und Garnelensticks. Es sieht sehr, sehr gut aus. Wenn es nachher noch weitere Gänge gibt, die zeigen wir euch natürlich dann auch noch. Wie ihr sehen könnt, unseres ist schon so ein bisschen leergeräubert. Das ist sehr, sehr lecker, aber schaut euch das mal an. Also für jeden Sushi-Fan ist das, glaube ich, der wahr gewordene Traum, oder? Oh ja. So, hier so Beauty-Shots. Wir sind satt, wir haben wirklich sehr, sehr gut gegessen hier im Japanhaus in Brühl. Also wenn ihr keinen Platz bekommt in einem Restaurant im Phantasialand, dann ist das hier eine super Alternative. Ihr habt schon gehört, sehr, sehr preiswert, große Portionen und hier werdet ihr definitiv satt. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier aus dem schönen Hotel Lingbao im Phantasialand. Ja, ihr habt es gesehen, wir waren gestern noch in der Dragon Bar oder die Rooftop Bar hier im Hotel Lingbao. Waren bis um 1 Uhr da, ist immer sehr, sehr schön. Dort kann man schön sitzen, Cocktails trinken und das auch zu wirklich moderaten Preisen, also überhaupt nicht überteuert. Und ja, wir haben wirklich sehr, sehr gut geschlafen. Also die Hotelbetten hier sind echt extrem gut. Also es sind Boxspringbetten, mega bequem. Ich weiß nicht, wann ich in einem Hotel war, wo ich so gut geschlafen habe. Also das ist schon echt krass. Badezimmer, alles top. Und ja, jetzt haben wir so langsam Hunger und es geht dann gleich zum Frühstück. Und wie das Frühstück hier im Hotel Lingbao aussieht, das, ja, das seht ihr dann gleich. Ja, das war auf jeden Fall jetzt mal eine kleine Auswahl von dem, was es hier am Frühstücksbuffet so alles gibt. Was ich mir dann gleich hole, das seht ihr dann im nächsten Take, denke ich mal. Ich habe jetzt wirklich richtig, richtig großen Hunger. Wir hatten ein wirklich gutes Frühstück hier im Hotel Lingbao, also es ist total umfangreich. Ihr bekommt alles, was ihr wollt. Heißgetränke bekommt ihr sogar an den Tisch geliefert. Da müsst ihr euch nicht selber an Automaten anstellen. Säfte, Obst, verschiedene Brot- und Brötchensorten. Also es ist wirklich, wie gesagt, alles da. Und ja, jetzt geht's langsam in Richtung Park, weil jetzt gibt es schon so viel Phantasialand hier zu sehen. Aber wir waren ja noch gar nicht im Park und da geht's jetzt hin.
Tja, herzlich willkommen hier im Phantasialand in Brühl. Ja, es ist jetzt kurz vor 11 und die Sonne steht Gott sei Dank oben am Himmel. Es ist angenehm warm, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt, also wie gesagt total angenehm. Und im Moment sieht es auch aus, als ob der Betrieb sich in den Rahmen halten würde. Also ich denke mal, ein gut gefüllter Sonntag wird es sein. Mir schlägt gerade hier die Brille, aber ich sehe es trotzdem. Wir werden es ruhig angehen lassen und sogar, glaube ich, ein bisschen aufteilen, weil es ist ja wie immer so in dem Freizeitpark. Die einen Leute wollen auf jeden Fall jede Attraktion mitnehmen, die anderen wollen es ein bisschen gechillter angehen lassen. Und ich gehöre eher zur Fraktion, komm, lass es etwas gechillter angehen. Und ja, ich möchte heute hier ein paar schöne Aufnahmen machen, weil in meinem ersten Phantasialand-Vlog, der ja vor 6 Wochen erschienen ist, konnte ich euch ja gar nicht so viel zeigen, weil ich ja nur so kurz hier war. Und heute ist es ja ein bisschen länger und ja, mal schauen, was ich euch alles so zeigen kann. Natürlich gibt es hier in Chinatown im chinesischen Themenbereich vom Phantasialand auch einiges zu entdecken. Wir haben einmal hier das Restaurant Manchu, natürlich ein typisches chinesisches Restaurant. Ist sehr, sehr lecker, also da gehen wir gerne mal essen und auch wirklich überhaupt nicht so ganz teuer. Dann haben wir hier vorne den Eingang zu River Quest. Also ich glaube, zu River Quest muss man nicht wirklich viel sagen. Also gerade im Sommer eine der beliebtesten Attraktionen hier mit mega langen Wartezeiten. Eine typische Wasserbahn. Hier unten haben wir den Eingang zu Klugheim, der im Moment noch zu ist. Hier seht ihr den Fengzhou Palace. Das ist so ein Madhouse. Also Leute, wenn ihr mal Madhouse im Internet eingibt, dann seht ihr genau, was das ist. Wenn ihr es nicht wisst und es noch nicht gefahren seid, dann lasst euch da vielleicht einfach mal überraschen. Da vorne haben wir noch den China Snack. Das ist halt so eine typische Pommesbude. Ihr bekommt auch chinesische Nudeln etc. Auch so ein bisschen Süßkram zu kaufen. Und hier hinter dem Pavillon ist der Eingang zur Geister-Rikscha. Ja, und natürlich ist es auch so, wenn ihr hier im Hotel Lingbao schlaft, das könnt ihr da hinten sehen, dann habt ihr auch direkt vom Hotel Zugang hier zum Park. Das ist direkt hier hinter dem Pavillon, also hinter diesem großen, ich weiß nicht mehr genau, wie es sich nennt, hinter dem China-Bazaar auf jeden Fall, ist der Hoteleingang. Und dann steht ihr auch hier direkt mitten in Chinatown. Mega schön. Kevin kam jetzt auf die super Idee, Pferdekarussell. Es ist nicht das Dampfkarussell, ne? Es ist jetzt nur noch das Pferdekarussell. Wir sitzen hier auf diesem wunderbaren, ja, Teetassen-Imitats-Drehding. Ja, wird bestimmt super werden. Ja, das ist super. Kannst du mal von außen gleich aufnehmen? Nee, du bist ja halt ein kleines Pferd. Du bist zu schwer für das Pferd. Wie ihr sehen könnt, die Vivi hat ein ganz großes Pferd. Ich bewege mich. Es kann nur wackeln. Du hast ja auch keinen Stab. Wie soll das sich denn bewegen? Wir sind gerade hier von diesem wunderschönen Karussell runtergekommen. Ihr habt es jetzt, glaube ich, nur so in Ansatzweise gesehen. Wir waren auf so einem, ja, Teetassen-Imitat, würde ich jetzt mal sagen. Es war die Hölle, weil alles, was sich dreht, ist für mich überhaupt gar nichts. Aber es hat mega Spaß gemacht. Und ja, hier hinter mir seht ihr auch schon das Neue, also die Neuheit in diesem Jahr, Törtchen und Co. Da gibt es Leckereien, Konditorwaren und die schauen wir uns später auch auf jeden Fall noch an. Möchte ich auf jeden Fall testen. Wir sind jetzt hier über Wustown im Kinderland. Hier war ich tatsächlich noch nie. Ja, mal schauen, was uns da gleich erwartet. Hier seht ihr auch einen Blick auf Vinyas Vierenforce. Da kommen sie gerade. Hier ist wohl das Kinderland. Was wollen wir denn machen? Was ist das denn? Das sieht auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr gefährlich aus. Mich dann überreden lassen, mit diesem komischen Drehding da zu fahren. Dazu gibt es keine Aufnahmen, die könnt ihr vielleicht bei Vivi und Kevin im Video sehen. Es war schlimm, also es war wirklich schlimm. Alles, was sich so dreht, dieses Pferdekarussell und jetzt das, also ich wäre jetzt dann schon durch für heute.
ihr habt es gesehen, fröhliche Bienchenjagd und Bolles Flugschule, die sind heute Morgen so ein bisschen durchgedreht und keine Ahnung, was die im Kaffee hatten, aber das sieht nach einer Regenwolke aus über uns. Nein. Schön Wetterwolke. Es wird nicht regnen. Ich glaube, zu diesem Themenbereich hier muss man nicht mehr viel sagen. Da habe ich euch ja letztes Mal schon ein paar Aufnahmen von gezeigt. Rookburg ist wirklich richtig, richtig schick geworden. Ihr seht hier, Fly fliegt hier gerade an mir vorbei. So viel Detailverliebtheit hier in diesem... Es ist schon echt mega gut gemacht. Hier sehen wir die Luftschiffagentur. Und das hier ist übrigens der Hotelaufgang, wenn ihr Gast im Hotel Charles Lindbergh seid. Das seht ihr hier oben und steht mitten in Rookburg drin. Also wenn ihr hier schlaft und euch so eine Kapsel nehmt da oben, dann seid ihr mitten im Geschehen und Fly fliegt direkt an eurem Zimmer vorbei. Das ist schon echt mega gut. Da haben wir wieder... Also man ist hier einfach mittendrin. Mega gut. Seid ihr schon hier gewesen? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Langsam ist es Zeit für ein gutes Mittagessen. Und wo bekommt man das hier im Phantasialand? Natürlich in Rutenmoos Taverne. Letztes Mal waren wir ja im Uhrwerk essen und das war ja schon ganz gut. Was es alles so im Uhrwerk, nicht hier in der Taverne gibt, das zeigen wir euch jetzt. Du kannst die Kunst nicht sehen, die da drauf sitzt. Zeig doch deinen Leuten, was es wirklich hier zu essen gibt, was interessant ist. Klappt die Karte auf, die ist mir zu schwer. So, genau, also ich blätter dann selber. Ihr könnt sehen, es gibt eine Auswahl an Vorspeisen. Die Regensburger Wurstplatte, ofenfrische Brezeln, Brezeln ohne Vorspeise, das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Brezel ohne Vorspeise ist einfach Brezel. Das ist einfach nur die Brezel so. Genau, einfach nur Brezel. Das Vesperbrett, was ich wirklich empfehlen kann, Käsebrett, es gibt Suppen, es gibt Flammkuchen, den es auch draußen gibt. Dann natürlich verschiedene Hauptspeisen für ein oder zwei Personen. Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig gute Sache. Und natürlich auch ein paar Desserts. Was ich mir aussuche oder was wir hier uns gleich aussuchen, das seht ihr dann gleich. Was machst du? Muss man was sagen? Soll ich schon was sagen? Aber ich wollte euch ja mitfilmen. Was willst du denn filmen? Ich wollte einfach sagen, dass wir jetzt hier schön in der Taverne zusammensitzen, haben jetzt auch schon was bestellt. Zweimal die Schnitzelplatte für zwei, dann irgendeinen Pfannkuchen und nochmal Schnitzel für eine Person. Und ich habe mir eigentlich nur ein großes Radler bestellen wollen, aber ich habe nicht gedacht, dass es so groß ist. Prost. Lass dich nicht lumpen, hoch den Hund. Das Essen ist inzwischen angekommen. Wir haben ja das Schnitzel für zwei, hier mit zwei verschiedenen Kartoffelsalatsorten und mit Bratkartoffeln. Vivi und Kevin haben sich auch für die Schnitzelplatte entschieden. Steve hat auch Schnitzel, aber dann für eine Person. Und die Judy hat einen Flammkuchen mit Zeug. Drei Flammkuchen? Dreier.
Flammkuchen, dreierlei Flammkuchen, ja. Drei Flammkuchen, okay. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ja, hier mein Radler und die Bratensoße, die uns von Vivi und Kevin und von Judy und Steve empfohlen wurde. Ich bin ja sehr, sehr gespannt. Ja, guten Hunger. Wir sind jetzt gerade aus der Taverne rausgekommen. Das Essen war mega lecker, aber ja, ich weiß nicht, unbedingt das große Radler hätte trinken sollen, denn das merke ich tatsächlich jetzt. Wir stehen jetzt hier bei Taron, ihr habt es mir sicher schon gehört. Und da treffen wir gleich noch ein paar Leute und wir wollen ja heute auch noch Törtchen essen gehen. Und ja, obwohl wir schon satt sind, ist das jetzt geplant. Es geht jetzt ab zu Törtchen und Co. Hier bei Törtchen und Co. Ja, super Name. Ich habe mir einen Kakao ausgesucht und das sind vier Creme-Schaumküsse. Das ist das Co. Und das ist das Törtchen. Das ist das Törtchen. Ach, guck mal, hier war mir alles. Ja. Das Törtchen ist der Hammer. Und die Eclairs. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Obwohl, also Eclairs mag ich persönlich überhaupt gar nicht. Nee, das ist Brandteig. Bei Brandteig bin ich leider raus. Das Törtchen sieht schon sehr, sehr gut aus und da bin ich echt gespannt. Ja. Da gibt es auch noch mal. Ja, eine Neuheit hier im Phantasialand in diesem Jahr steht ja noch aus, muss ich mir noch ansehen, denn im Wintergarten gibt es ja eine neue Show und zwar Nobis. Und ja, ich bin ja ehrlich, die Phantasialand-Shows sind für mich immer so ein bisschen schwierig, aber ich möchte natürlich Nobis dann mal eine Chance geben. Schaue ich mir mal an und ich kann euch keine Aufnahmen daraus zeigen, werde mir aber nachher dann nochmal die Zeit nehmen, um euch zu sagen, ob es mir gefallen hat oder eben nicht. Mal gucken. Noch bin ich guter Dinge. Ja, wir kommen jetzt hier gerade aus dem Wintergarten und haben uns die Show Nobis angeschaut und ja, ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Die Show hat ihre Fans und die Show hat ihre Kritiker und ja, es ist halt, Shows sind immer Geschmackssache und den einen gefällt es, den anderen gefällt es nicht und ich finde es immer ein bisschen schwierig, finde es immer ein bisschen schade, weil ich finde, dieses Wintergartentheater hat echt großes Potenzial und wenn ich an die vergangenen Tage vom Phantasialand denke, da waren großartige Shows, diese ganzen alten Zaubershows und selbst vor 10 Jahren war es noch anders, da würde ich mir tatsächlich mittlerweile schon was anderes wünschen. Wochenende im Phantasialand ist jetzt leider vorbei. Wir hatten echt schöne 2 Tage. Es waren ja eigentlich nur 1,5 Tage. Das Hotel war mega schön. Wir hatten super viel Spaß, haben gut gegessen und ja, auch ein bisschen was getrunken. Heute war es auch nicht so voll, konnten trotzdem einiges machen, waren aber dann auch etwas chilliger unterwegs. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch wenigstens einen kleinen Einblick geben. Wir sind jetzt auf dem Nachhauseweg und werden in circa 1,5 Stunden dann zu Hause sein. Es sind dann 9:30 Uhr, dann heißt es direkt ins Bett, denn morgen ist ja schon wieder Montag. Aber das nächste Wochenende kommt ja bestimmt und mal schauen, was das so mit sich bringt. Wenn das Video euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen über einen Daumen nach oben, wenn ihr den Kanal abonniert und vielleicht sogar die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Das kann ich schon versprechen und ja, auf Wiedersehen.